Meine Hassmap. Hirschfelden! So, noch beim letzten Mal, als ich diese Map gespielt habe, ich einfach hier, seht ihr das? Graue Haare bekommen. Da. Einige von meinen Zuschauern haben im Twitch-Chat und in den YouTube-Kommentaren geschrieben, Hirschfelden wurde bearbeitet. Es gibt mehr Tiere, es gibt bessere Tiere. Probier's doch einfach mal aus. Heute ist der Tag. Heute probiere ich's aus. YouTube. Wir spielen The Hunter Call of the Wild heute auf Hirschfelden. Ich weiß noch nicht, ob ich Bock habe. Ihr habt bestimmt Bock. Let's go. So, meine Freunde, ich würde ja versuchen, mal ein bisschen Rothirsch zu jagen. Habe ich auf der Map noch nie gemacht. Und ich weiß jetzt, auf jeden Fall 6 Uhr ist eine gute Zeit zum Anfang. Und wir schauen mal ein bisschen rum. Trinkgebiete Rothirsche, ob wir da was finden. Ich habe so viel Finnland gespielt, dass ich die ganze Zeit nervös werde, wenn hier irgendwelche Fake-Vögel hochsteigen, die man gar nicht schießen kann. Ja, schon wieder. Am Spreebergsee ist nichts zu sehen. Nichts. Keine Rothirsche. Gar nichts. Okay, gut. Nächster. Hier ist auch leider nichts zu sehen. Bisher. Ja, du bist alleine. Sehr, sehr schade. Obwohl, wir warten mal, wer da jetzt so alles antrudelt. Oh, guck doch mal. Da haben wir doch schon einen Bock. Da war ein kleiner Bock. Da ist ein etwas größerer. Ein 6er, okay. Oh, ein 7er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hä? Dich nicht gut getroffen? Klar. Warum droppst du nicht? Warum droppst du nicht? Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Habt ihr nicht gesehen? Komplettes Chaos. Okay, also verratet mir mal, was beim ersten Schuss passiert sein soll. Verstehe ich wieder nicht. Da ist der nächste 7er. So, Konzentration. Ja, er muss wieder hochkommen. Ja, der droppt ganz gut. Der droppt ganz gut, Single Lunge, würde ich sagen. So, da haben wir den ersten 7er. Ja, die fallen die oben. Die Spitzen, die sind so aus wie Hände so. Die greifen nach einem. So. What the fuck ist hier los? Der erste hat überhaupt nicht getroffen. Und der zweite dann direkt in den Hals. Was ist denn da los? Was war denn da los? Aber auf jeden Fall schöner goldener Hirsch. Gerade am Fliehen. Schön. So, hier liegt der andere. Der hat schon ein krasseres Geweine, viel dicker und so. Das ist schon krass. Der ist gerade so Gold. Schön, schönes Tier. Ja, schönes Geweih. Und Single Lunge, genau da, wo ich ihn treffen wollte. Ja, übrigens, ne, ich hab ja diese Map so selten gespielt, dass ich nicht mal im Norden der Map war, dass ich da noch Sachen aufdecken muss. Und wir gehen jetzt einfach mal hier oben zur Hütte, weil ich vermute, dass hier oben auch sehr, sehr viele Trinkgebiete von Rothirschen sind. Wir machen das jetzt einfach mal. Auf dem Weg dahin schießen wir natürlich alles, was uns begegnet. Also Füchse, Dammwild. Gibt's hier noch was? Wiesente. Alles. Alexa, wie ist das Wetter? In Magdeburg beträgt die Temperatur aktuell 31 Grad Celsius bei bewölktem Himmel.
Der Wetterbericht für heute Nacht sagt eine auf- und abziehende Bewölkung voraus mit einer Tiefstemperatur von 14 Grad. Geil. Irgendwas war da gerade. Ich habe es aber nicht erkannt, was es war. Ich will es nochmal sehen. Zeig es mir. Ich sehe es nicht. Könnte ein Rothirsch gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Aber so groß war es auch wieder nicht. Vielleicht kann ich das nochmal. Ich spiele das nochmal in der Zeitlupe für euch ab, damit ihr wisst, was es ist und ich jetzt dumm sterben muss. Ein Reh? Wie viele tausende Kilometer ist das entfernt, das Reh? 30. Okay. Ich mag übelst die Farbe, die ich hier eingestellt habe für entdeckte Tiere. Ich finde das gut. Sieht man alles. Top. Hier ist unser Reh. Kleines silbernes Reh. Naja, ist okay. Aber schönes Tier, oder? Wunderschönes Tier. Also ich habe ja gerade Alexa gefragt. Wir haben draußen 31 Grad. Aber es scheint einfach keine Sonne. Es ist einfach bewölkt den ganzen Tag. Also es sieht einfach scheiße aus und es ist scheiße heiß. Warum? Was ist hier eigentlich mit dem Pfosten los? Ist das normal? Dass der einfach in der Luft schwebt? Das Problem ist, die sind hinter so einem Hügel. Ich brauche eigentlich High Ground. Aber das sieht hier schlecht aus, weil der Hügel, hinter dem die sind, eigentlich der einzige High Ground ist, von dem ich die Tiere. Digga, was ist denn los? Schießen kann. Entschuldigung. Ist der eine. Ist natürlich dahinter. Schwierig, schwierig, schwierig. Und Schuss. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir die beide haben. Schauen wir uns an. Jo, beide tot. Okay. Er ist Silber mit einem Score von 171. 172,9 ist Gold. Schade. Er ist auch Silber, war ein bisschen kleiner. 158. Schade. Na komm, dreh dich um. Dreh dich um. Komm schon. Ein kleines goldenes Reh. Schön. Das ist leider nur ein Silber. Aber ist auch okay. Ich habe hier den nächsten Pfosten gesehen, der einfach in der Luft schwebt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Muss das so? Da müsst ihr nochmal ran. Ihr Entwickler von diesem Spiel. Boah, es ist heute so warm hier in dem Zimmer. Mir läuft die Suppe in alle Ritzen. Trust me. Ah, hier ist auch nichts los. Doch, da hinten. Oh, okay. Fünfer Mitte? Ja, tja. Bist du der Einzige? Also falls ihr gute Spots auf Hirschfelden für Rotwild kennt, also gute Trinkspots, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, wo auf dieser Map hier was geht und wo nicht. Das waren Fünfer, glaube ich, oder? Genau. Fünfer. Sehr schön. Silber, 135er Score. Schön Doppellunge. Passt Herz. Hätte ein bisschen niedriger zielen sollen für Herz. Naja, top. Finde ich gut. Also ich gehe mal weiter in den Norden, erkunde weiter. Suche mir hier oben irgendwo eine Hütte. Versuche hier ein paar Seen abzuklappern. Vielleicht gibt es da bessere Rothirsche als hier unten. Keine Ahnung. Also bis jetzt würde ich sagen, Hirschfelden immer noch die schwerste Map, die man spielen kann, weil die Tierpopulation eben so ist, wie sie ist. Und ja, die Vegetation ja auch sehr wenig Raum lässt, um lange Schüsse zu machen. Man muss hier sehr vorsichtig vorgehen. Ja,
Schwierig, alles schwierig. Ja, kleines. Oh, da hinten ist Dumbled. Vorne ein kleines Reh. Hier ist aber auch, der Bock ist auch wirklich alleine, ne? Jetzt hier kein anderes. Hier ist noch ein Reh. Aber kein anderes Dumbled. 1000 Füchse, die mich hier anschreien. Also, Fuchspopulation, würde ich sagen, hat zugenommen auf der Map. Aber ist natürlich auch immer noch eins der schwierigsten Tiere, die man jagen kann. Und Fuchs. So, ich nehme jetzt einfach mal das Dumbled hier raus. Hier ist unser Einzelgänger. Silberner 160er Score. Okay, okay, okay. Schön in die Lunge. Das sind so die einzigen Spots, wo ich wirklich auf Hirschfelden erfolgreich jagen kann. Entweder ich erwische die Viecher beim Trinken oder halt auf solchen Feldern, wo man halt auf die andere Seite gucken kann und da steht eins oder mitten auf dem Feld steht ein Reh oder sowas. Das sind halt die perfekten Spots auf der Map. Aber so mitten im Wald ist schwierig. Das gibt's ja gar nicht. Hier mitten im Fluss sind zwei Rothirsche. Und die sehen mir mindestens nach 6 oder 7 aus. Vom Geweih her. Nehmen wir mit. Es geht nicht anders. Vor allem in so einem kleinen Drecksfluss hier. Da habe ich ja schon Bock, am Fluss entlang zu gehen, um hier oben dann vielleicht den Aussichtspunkt zu nehmen. Weil wenn wir am Fluss jetzt noch mehr sehen, das wäre eigentlich geil. Das wäre eigentlich geil. Das machen wir jetzt. Planänderung. Das sind 2 Siebener. Sind beide schon wachsam. Ich muss die jetzt von hier aus schießen. Das kann auch alles beides in die Hose gegangen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall falsch genullt. Ich war näher dran als 150 Meter. Ach, Menno. Ey, dieser Fluss ist ja mega. So, erstmal der goldene Siebener. Hier haben wir den einen tödlich getroffen. Der ist Silber. Schöner kleiner Fünfer. Ja, süß. Da sind Wiesente. Naja, warum nicht? Wissen wir halt auch. Kennen wir nix. Ja, wir sind leider schon aus der Trinkzeit Rothirsche raus, aber wir kommen natürlich in die Trinkzeit von anderen Tieren. Und anscheinend ist Wiesent ja auch um diese Zeit trinkend. Ja, der ist schon mal Gold. Schön, schönes Tier. Finde ich gut. Schöner Lungentreffer. Top. Was sind die nächsten? Ich glaube, er ist der größte Bulle in der Gruppe. Das sieht zumindest so aus. So, unser Dreier-Bulle ist Silber. Schade. Naja. Aber dafür schönes Tier. Dunkelbraun. Finde ich gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Es will sich mit mir anlegen. Ja, bronzenes Männchen. Ja, das ist das Triviale, ne? Ja, ja. Aber schöner Drive-by-Herztreffer. Finde ich gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Das ist ja hier lebensgefährlich. Silbernes Weibchen. Erster Schuss, zweiter Schuss, sehr gut. Trophäenorgan beschädigt. Warte mal, Lungenflügel rechts. Wir haben beim... Wir hätten da am ersten Treffer aufhören sollen. Wir haben beim Loslaufen haben wir ihn in den Kopf geschossen. Aber auch direkt, in direkten Header, ne? Also da, wo es drauf ankommt. Direkt durchs Auge in seinen hässlichen Schädel. Scheiße. Trophäenorgan beschädigt. Digga. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Freund. Silbernes Weibchen. Schön. Hab ich schon mal gesagt, dass ich unglaublich gern mit der 300er Magnum ohne Visier schieße. Also wenn die Tiere natürlich in geeigneter Entfernung sind und ich die gut treffen kann, schieße ich unglaublich gern ohne Visier. Macht echt Spaß. Das kribbelt in den Fingern. Das ist geil. So, das war heute mal eine kurze Runde Hirschfelden. Ich habe Hirschfelden eine zweite Chance gegeben. Ich muss sagen, ja, mein erster Eindruck sagt mir, es ist besser geworden. Es ist aber auch immer noch die schwerste Map, die man in The Hunter Call of the Wild spielen kann, weil Tierpopulation und Vegetation. Also die allein das Map-Design, die wenigen offenen Flächen, der dichte Wald, das ist alles so ein bisschen nicht gerade anfängerfreundlich, finde ich. Aber ich werde demnächst öfter auf Hirschfelden jagen. Ich werde demnächst öfter die Rothirsch-Spots abfahren. Bin natürlich offen für eure Vorschläge, falls jemand einen richtig geilen Rothirsch-Trinkspot auf der Map weiß oder mehrere oder wie auch immer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich check die ab. Ich guck, was da so läuft auf meiner Map. Ja, vergesst das Abo nicht. Vergesst den Follow auf Twitch nicht. Ansonsten bin ich erstmal raus für heute. Mir hat's Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hirschfelden war bis jetzt immer meine Horror-Map. Naja, okay, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Macht's gut. Ciao.